Diese Level hier sind wirklich nicht schwer. Ich weiß, das ist Plus-Level, also so richtig herausfordernde Level. Aber wirklich herausfordernd sind sie nicht. Bin ich euch ganz ehrlich. Und ich werde es euch auch jetzt beweisen. Indem ich hier First Try alles hinkriege, ohne Probleme. Okay, passt auf. Ihr seht den Typen da, der jetzt rüberkommt? Passt auf, er backt keine Äpfel. Bam, das war's schon. Level geschafft. Nee, noch nicht ganz. Ich muss erstmal hier rüber. Ja. So. Mini Mario, komm mal mit. Und den können wir jetzt ganz easy auch ausschalten. Einer ist da noch. Aber ich glaube, da kann ich auch selber lang, oder? Zack, ja. Das war's schon. Das war das Level. Ich sag ja, das ist wirklich nicht so schwer. Wow. Und der kleine Mario, der freut sich. Denn der ist jetzt versammelt mit seiner Familie. Die wir noch 50 Mal retten müssen. So, ein Level haben wir hier noch in der zweiten Welt. Dann sind wir beim Donkey Kong Fight. Da müssen wir dann keinen retten. Da müssen wir einfach nur überleben. Und das kriegen wir easy hin? Fragezeichen? Vielleicht? Ich bin kein Hellseher, wo soll ich das wissen? Okay, sobald ich den Schalter aktiviere, wird er losrennen. Vermutlich. So, guck mal, was kann ich hier oben schon mal machen? Ich kann hier oben schon mal das hier sammeln. Ich kann das hier sammeln. Ich kann ihn schon mal... Warte mal. Oh. Ich glaube, ich habe das Level gerade... gecheatet. Nee, okay, gecheatet nicht, aber ich habe es mir super einfach gemacht. Komm mal mit schnell, komm mal mit schnell. Perfekt. Du kommst nicht nach... Nein, du brauchst nicht nach oben mitkommen. Kumpel. Du brauchst einfach nur hier langlatschen. Ah, okay, der hört nicht auf mich. Das ist doof. Warum ich... Ich bin doch gesprungen. Hä? Ich weiß noch nicht mal, was ich überhaupt versuchen wollte, aber ich wollte eigentlich hier lang. Warte. Doch, das war eigentlich richtig. Jetzt können wir auch hier lang. Und das war's. Level abgeschossen. Oh. Also... Der Trick ist, erstmal A drücken und dann in die Richtung, wenn ihr nämlich in die Rückrichtung hält, lässt Mario einfach die Leiter los, ohne zu springen. Also, das war der Fehler. Jetzt wissen wir mehr, jetzt sind wir schlauer geworden. Und ich hoffe, das kann uns jetzt weiterhelfen gegen DK. Donkey Kong? Denn er hat die ganzen Marios geklaut. Das ist nicht okay. Ich rufe die Polizei. Oh, die Polizei ermittelt nicht gegen Gorillas. Hm. Ach, mies. Da müssen wir alles wohl selbst in die Hand nehmen. Müssen wir handlich werden. Wie bin ich da jetzt sofort gestorben? Jachen bringen sofort um? Ist das wie Lava? Also, okay. Komm her. Bam, ein Leben. Hier müssen wir sehr aufpassen, denn der wirft die echt blöde. Hm. Okay, hier können wir schnell rüber. Die können aber auch hochklettern. Wie wir sehen. Komm rüber, komm rüber. Schade, kommt nicht rüber. Vielleicht jetzt? Nein. Okay. Hat dann die immer nur nach oben? Okay, getroffen, getroffen. Das zählte, das zählte. Komm, ess deine Veggies. Ich weiß, du magst doch. Hä? Stimmt, der mag doch Bananen. Wieso ist dann ein Gegentreffer, wenn ich ihn mit einer Banane treffe? Okay. Donkey Kong-Logik, schätze ich. Na gut. Damit erreichen wir aber Welt 3 plus. Ich habe schon wieder vergessen, was die ganzen Welten waren. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es sind nur 8 Stück. Wie kann ich die alle vergessen? Egal. Oh yeah. Mario Time. Okay, was haben wir denn hier? Schönes. Das ist mal ein neuer Background. Nee, Flammengipfel plus. Okay, das ist, ich habe zwar über Lava geredet, aber es scheint wirklich so zu sein, dass nur die erste Welt Plus einen neuen Hintergrund hatte. Und der Rest alle nicht. Hm. Oder ich hab's nicht gemerkt. Aber ich merke halt nichts. Ich merke gar nichts. Absolut 0, nicht. Here we go. Obwohl, das sieht schön aus hier. Kleiner! Yippie! Kann ich dir helfen? Ich kann da nicht hoch. Ah, okay. Ich kann da nicht hoch. Okay, den sollte ich noch nicht wecken. Das hier, glaube ich, auch schon als Leben verloren. Hm. Das hilft nicht, glaube ich. Das würde helfen.
Okay, das ist einfach nur ein Parcours und ich muss die ganze Zeit die Schalter aktivieren. Basically. Ach so. Okay, erstmal blau, damit er auf den blauen springt. Dann gelb, damit er auf den gelben fällt. Nee, das ist falsch, Kumpel. Nee, warte, das ist richtig, das ist richtig. So. Nee. Blauer Schalter. Ja. Hochspringen. Runterfallen. Mitnehmen. Oh, Alter, nicht so weit. Gott. Das war falsch. Ich muss den gelben Schalter hier machen. So, genau. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Okay, ich könnte ihn jetzt runterfallen lassen. Aber ich will den Bonus dafür haben. Also, danke, Kleiner. Hast du toll gemacht. Und ich hab's schon mal gesagt, letzte Folge, diese Art von Puzzles gefallen mir sehr. Die sind echt cool. Die sind auch echt schlau und smart. And I like them. Ich freue mich auf noch mehr davon. Deshalb machen wir direkt weiter. So, was sehe ich denn hier alles für Bilder? Ich sehe da unten Sniffles. Ich wusste gar nicht. Ah doch, Sniffles gibt's. Na doch, du gehst aber nur in der Lava-Welt hier, ne? Im Original? Nicht original, in der normalen Welt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Und oh nein, nicht die Vögel. Ich kann die überhaupt nicht ausstehen. Warum ist das. Will ich Mini-Mario mitnehmen? Ich glaube, ich will tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte, glaube ich, tatsächlich nicht mitnehmen. Doch, ich muss ihn mitnehmen. Ich muss auf ihn aufpassen. Ich muss Babysitter spielen. Komm mit, Kleiner. Komm runter da. Ducken. Oder halt nur ich muss ducken. So, kein Problem. Den kriege ich schnell weg. Ah, pass auf, das Ei. Oh mein Gott. Ich kann schnell rüberspringen. Schnell rüberspringen. Pass auf. Weg. Oh, das ist ja richtig kompliziert. Okay, ich glaube, ich weiß es jetzt aber. Wir wollen auf jeden Fall erstmal runter. Okay, so also nicht. Genau, also hier erstmal ducken. Einsammeln. Runter. So, und jetzt kommt das Ding. Wir wollen. Nein! Okay, so, nur er soll runter. Holt sich den Schatz. Und jetzt komme ich mit. Kann ich den Vogel damit killen? Nee, kann ich nicht. Schade. Hallo, mach doch auf! Alter, der muss extra auf der rechten Seite stehen. Wie böse. Okay, wir haben's. Puh. Ich habe ja leider ein bisschen zu viel Leben liegen lassen, muss ich sagen. Ja, da muss ich jetzt leider ein bisschen aufpassen. Aber komm. Wie schwer kann das hier noch werden? Mit dem Hothead. Und den anderen drei und dem DK. Here we go. Aufwachen, Kleiner. Oh nein. Oh nein. Okay, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Ich sagte schnell! Immer diese Kinder, die nicht zuhören. Unfassbar, Freunde. Unfassbar. Ich habe natürlich als Kind immer zugehört. Immer, natürlich. So, schnell rüber, 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 rüber. Perfekt. Alter, ist das böse. Wie soll er das hinkriegen in der Zeit? Was? Also. Ich kann euch nicht sagen, wie man das machen soll. Das. Nee, keine Ahnung. Eine Sache, die ich herausgefunden habe: Wenn man springt, folgt da eine Mini-Mario einen noch nicht. Da folgt einem erst, wenn man aufhört zu springen. Was bedeutet, das könnten wir stallen. Ja, aber so nicht. Okay, ich frag mich, ob ich mit so einem Sprung hier schneller und besser durchkomme. Oh mein Gott, das hat geklappt! Das hat geklappt! Okay. Warte, bleib mal hier. Jetzt komm, 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 komm. Okay. Alter, wehe, ich verliere jetzt. Wehe. Das war wirklich viel zu knapp.
Alter. Okay, ich hab's geschafft. Also, wichtiger Tipp. Macht diesen Doppelsprung, den ich gemacht habe. Der wird euch mal weiterhelfen. Dann wartet nämlich der Minimacher noch ein Stückchen. Und dann könnt ihr das Timing richtig machen. So. Weiter geht's mit... Genau, damit. Ich glaube, ich will ihn noch nicht einsammeln. Ich glaube, ich... Den kann ich nicht loswerden, ne? Okay, ich glaube, ich kann aber trotzdem schon mal lang. Bro, da ist nichts in der Ecke. Wohin schießt du? Okay, wach werden! Mario! Nee. Hä? Ah, okay, warte. Er soll hier rein. Gehen wir da rein. Jetzt nehmen wir das mal ein. Schön. Jetzt gehen wir da runter. Nein! Ich hab gesagt runter! Wieso gehst du nicht runter, wenn ich runter sage? Du dummer Idiot. Okay, wait. Ich komme einfach mit nach unten. Dann geht er nicht aufs Trampolin, richtig? Oh. Never mind. Das funktioniert so nicht. Nee. Was? Hä? Wie soll ich ihn überhaupt runterbekommen? Was mache ich hier falsch? Vielleicht einfach nicht den Schalter aktivieren? Das hilft ja nicht. Habe ich immer noch das gleiche Problem. Richtig? Der springt halt hier nach oben. Er soll nicht das Trampolin berühren. Wie hindere ich ihn davon? Die Zeit geht jetzt auch schon aus, ne? Das geht so schnell. Wieso kann ich eigentlich hier lang? Was? Ich habe ja nichts davon, hier zu sein. Das hilft mir absolut nicht weiter. Also. Ne, keine Ahnung. Hm? Was? Das macht ja absolut keinen Sinn. Übers übersehe ich. Ne, hier lang zu gehen bringt ihm auch nichts. Das ist doch so richtig. Der muss da lang. Huri, huri, huri. Und jetzt? Wie guckt? Nein, nicht da oben springen! Nein, ich check's nicht. Ne, ich check's nicht. Keine Ahnung. Okay, ich gebe zu. Das musste ich jetzt auch nachschauen. Ich sag's euch erstmal, bevor ich was dazu sage. So, hol erstmal das Geschenk. Und jetzt ist das Ding. Wir wollen wieder unsere Sprünge ausnutzen, damit er uns nicht sofort folgt. Ja, leider ist es jetzt nicht geklappt. Bitte hier nicht runterfallen, Kumpel. Andererseits, ich glaube, den roten Schalter jetzt anzulassen, ist, glaube ich, einfacher. Ja, jetzt braucht er nämlich ein bisschen länger. So. Weil wenn wir hier unten sind, denkt er sich, nee, Mario ist doch links und nicht oben. Das denkt sich die KI von dem. Und so schaffen wir es dann. Okay, na gut. Dann habe ich es jetzt zumindest. Kannst du das... Danke. So, und das war's. Wir sind fertig hier. Das muss man erstmal herausfinden. Ich muss aber auch zugeben, ich habe gar nicht gecheckt, wofür überhaupt links diese Ketten da sein sollen. Warum sind die da? So, ich dachte am Anfang, okay, das ist nur, um da halt eine Schwierigkeit zu bauen für das dritte Geschenk, weil dir nichts eingefallen ist. Weil die beiden anderen sind ja mitten auf dem Weg. Aber nee. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hinweis gewesen. Na gut, habe ich nicht erkannt. Kann mal passieren. Na. Genauso wie das passieren kann, dass ich hier down gehe. Warte, scheint aber nicht die Lava nach oben, oder? Doch, das sah schon genau so aus. Das sah einfach vom Level-Design schon so aus, als würde das passieren. Okay, ich hoffe, die sind großzügig mit der Zeit hier. Oh nein, ich bin zu weit oben. Okay, renn, 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 hoch, 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 hoch. Oh mein Gott, das ist schon so nah. Da kommt ja gar nicht rüber, der Kumpel. Ich muss ihm schnell helfen mit dem Fass. Kumpel! Oh mein Gott! Alter! Komm schnell! Ja! Boah! Knapper geht's nicht! Komm schnell, komm schnell! Alter, beeil dich! Beeil dich! Hallo! Letzte Sekunde! Ich weiß auch nicht, warum es überhaupt einen Timer in diesem Level gibt. Macht gar keinen Sinn. Alter. Kurz und knackig. So gefällt es mir. Und
der ist ne für dort. Der hat nichts Gutes zu sagen. Mm-mm. Überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht anhören, was er überhaupt zu sagen hat. Was war das denn Geräusch? Wo ist der Minimario überhaupt? Okay, auf dem Bildschirm steht rechts ist er. Stimmt das? Ist er da rechts? Oh Gott, da sind zwei Geschenke direkt. Das ist ja easy. Schnell abholen, das geht ja. Schalter ist wahrscheinlich wichtig, um hier lang zu kommen. Ja, dann kann ich jetzt hoch, hier hoch. Das auch nochmal mitnehmen, weil ich es kann. Mhm. Boing. Okay, das kriegt nur der Mini-Mario. Aber das kann ich mir schon mal abholen. Ey, der will den abbrennen! Hey, 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 das sollte schon sein. Oh no. Oh no, was habe ich getan? Der muss sterben, der Sniffet. Jetzt ist er mitten auf meinem Weg. Nein, genau deswegen. Okay, ich glaube, es ist vielleicht sogar besser, erstmal hier lang zu latschen. Aber es ist der Sniffet die ganze Zeit gewesen, auch vom Anfang. Okay. Aber wenn wir ihn hier rüberschmeißen, dann kommt er nicht mehr lang, ne? Ja, das ist völlig hoffnungslos, Kumpel. Okay, sehr gut. Hopp, hopp. Mitnehmen. Schalter aktivieren. Jetzt aufpassen. Der Vogel ist da. Der geht immer tiefer. Der will gleich meinen Mini schnappen. Wir müssen uns also hier beeilen jetzt. Komm rüber, komm rüber. Komm rüber, komm rüber. Das ist meine Voiceline. Die muss ich ihm immer sagen. Okay, er spawnt neu. Nein, was machst du, Mini Mario? Was machst du? Alter. Ja, okay, kannst auf ihm stehen bleiben. Das ist okay, das ist okay. Nein, was macht... Sag dir stehen bleiben! Okay, ich hoffe, es klappt. Ich spring hier hoch. Nein! Ich mache gerade den absoluten Speedrun. Hättet ihr mal sehen müssen. Okay, hau ab. Ah, das, wie mache ich das denn dann? Dann schmeiß ich einfach noch ganz hinten. Nein, bitte. Ach Mann, Mini Mario, du machst immer so einen Okay. So. Blauer Schalter. Ja, Mario, verstehe schon. Warte, komm runter hier. Hier runter. Komm mit. Spring! Muss springen! Kriegt er uns hier? Nee, ganz knapp nicht. Sehr gut. Ich muss kurz auf deinen Kopf springen. Beeilung! Er kommt schon! Komm rüber! Das Trampolin ist dafür da, dass der nicht sofort das Tor aufmacht. Oh mein Gott! Okay. Ja. Ja. Alles klar. Die werden wir noch eben durch. Aber Welt 4 spare ich dann auch für nächste Folge. Okay, aber bevor wir gegen Donkey kämpfen, haben wir noch ein One-Up-Minigame, was ich mir nicht entgehen lasse. Klar habe ich jetzt so gut wie keine One-Ups verloren, weil er in dem Level im One-Up selber drin war, aber ein paar mehr zu haben, kann niemals schaden. So. Und deswegen holen wir uns jetzt ein paar. Wuhu. Okay, ich weiß noch nicht, welche Route ich eingehen soll. Oh doch. Das wäre immer so schlecht gewesen jetzt. Boing, hippie. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Nice, hab ihn. Perfekte. Ach, schön. Haha, fast 30 schon wieder. Super. So, noch super wäre es, wenn wir Donkey Kong direkt First Try besiegen könnten. Bin froh, dass ich bei Donkey Kong nicht mit den Minimaris umärgern muss. Da bin ich froh drüber. Das kann ich euch sagen. Was ist passiert? Aber so eine Art Level-Idee habe ich auch schon mit Mario Maker gebaut. Wo man immer auf die Toms warten muss, bis die hier... Ja. bis die Toms hier halt alles kaputt gemacht haben, damit man endlich durch kann. Aber ich kann einfach durch. Hä? Was? Ich kann einfach zwischendrin springen. Okay. Oh, da hat jetzt Lavakugeln auch noch. Aufpassen. So. Nein! Oh, ich lebe noch. Alles gut. Ich lebe noch. Bruder! Ich brauche ein Fass. Oh, das ist nett. Danke. Zu gütig.
Oh nein. Das war schlecht. Nee. Komm, treib mich nach oben. Nein! Alter! Komm. Aufpassen. Ich vergesse mal, dass sie in diesem Spiel automatisch absteigen. Die Tromp-Dinger, diese Felsen. Was auch immer. Machen immer automatisch alles. Ah, schade. Komm, schmeiß geradeaus nach unten. Danke, Kumpel. Sehr lobenswert. Dafür kriegst du ein Dankeschön. Applaus, Applaus. Für deine Fässer. Marios Herz geht auf. Wenn er dich trifft. Bam. Einmal noch. Dann schmeiß immer noch links, dann hab ich Glück. Okay. Jetzt will ich mal nach rechts. Ah, nee, lieber nicht. Okay. Was denn jetzt? Alter. Was zur Hölle? Ich komme hier nirgendwo lang. Ich versuche ja zu hurrien. Hier, okay, hier. Leute, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit diesen irren Leveln. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich hoffe, euch gefällt's. So, aber wir kriegen doch gleich einen kurzen Einblick, ob Welt 4 uns gefällt oder nicht. Oh ne, wisst ihr was? Schneide ich nächste Folge rein.